BRD 2005. Die Arbeitslosigkeit steigt. Peter Harz, Vorstandsmitglied der Volkswagen AG, hat sich Reformgesetze ausgedacht. Deren letzter Teil, Harz IV, tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, müssen zunächst ihre Ersparnisse aufbrauchen und bekommen dann 345 Euro im Monat plus Wohngeld. Sie müssen jeden ihnen angebotenen Job antreten. Ihre Wohnungen dürfen eine bestimmte Größe nicht überschreiten und sie können gezwungen werden, gegen ein Entgelt von ca. 1 Euro in der Stunde gemeinnützige Tätigkeiten zu verrichten.